So, da unten ist der Flughafen. Irgendwie wundert es mich nur gerade, dass hier irgendwie die Anbindung zum Meer da fehlt. Also die Anflü weil der Flughafen ist so eine Insel. In echt ist doch da auch nochmal irgend so eine Verbindungsstraße. Oder ist das unterirdisch? Gehe ich jetzt mal nicht von aus. Ich kurz mal auf Maps gucken. Also Osaka liegt übrigens ganz da hinten dann. Genau, hier ist so eine Straße dann rüber zum Flughafen. Gucken, vielleicht erscheint die da noch oder die ist jetzt irgendwie nicht dabei. Das ist ein bisschen schade, keine Ahnung. Da doch, da ist sie. Sie ist noch erschienen, die Straße, da ist sie. Die Brücke besser gesagt. Wäre auch komisch, wenn sie nicht da wäre. Der Flughafen noch so eine Insel wäre. So, wie ihr seht, kommen wir gut an. Machen jetzt aber auch mal normale Simulationsrate, weil jetzt ist auch nicht mehr weit. Die Approach-Checklist ist completed. Krass, das mit 747. Gerade echt etwas geflasht sozusagen. Beziehungsweise etwas, ja, überrascht hätte ich echt nicht so erwartet. So. Charts wollte ich haben. Charts. Jetzt brauchen wir mal die Final Chart. Zulu to for left. So, jetzt fliegen wir nämlich gleich über Maiha. Sollen wir 4000, das sieht gut aus. Speed macht er auch schon runter, dass er gleich den Flaps Up Speed hat. Und wenn wir über Maiha sind, machen wir schon mal die Klappen auf die erste Stufe. Hier ist es dann schon die Landing Checklist. So, und bisher, ja, FSX läuft ja super, freut mich auf jeden Fall. Gut, dass das Wetter so ist, dass von der Bewölkung nicht so extrem ist, dass es da so viel Performance bräuchte. Und diese ganz anderen Linien sind halt dann für den Go-Around, wobei der Go-Around hier geschrieben ist eigentlich mehr als fast nur im Prinzip geht man hier gerade raus. Aber die Linien, die hier zurückgehen, die scheinen dann für den Go-Around zu sein. Naja, gut. Hier bei dem Knopf bei der 747-8 im Vergleich zu 400er ist ja auch anders, dass man hier einfach die kann man ja sozusagen durchdrehen. Und die größte Zoom-Stufe ist 1280 und man hat halt hier keine festen Stufen, wo man drauf geht, sondern man dreht einfach links oder rechts und macht damit höher oder kleiner. Näher, also verändert damit den Maßstab so auf Flaps 1. So, weil wir sollen ja dann da vorne maximal 185 haben. Und gleich Flaps 5. Gab es hier immer Flaps? Ne, Flaps 2 ist bei der. Dann ist es bei der 737 Flaps 2. So, die Glide-Slope-Anzeige läuft auch schon ein. Das sieht gut aus. Wir kommen schon langsam unter den Glide. Da seht ihr ja den verlängerten Anflug nochmal. Anfluggrundlinie. Wir drehen hier relativ spät erst aufs Final. So, mit dem Speed passt aber, dass wir den auf jeden Fall dann so haben, wie er da dasteht. Wir machen wir schon mal die Speed Brakes. Armen wir schon mal. So. Sieht gut aus. Genau, wir gehen auf die linke Bahn. Und dann, wir setzen eigentlich da auf, wo dann rechts neben von uns dann gleich die unsere Parkposition ist. So, ich konfiguriere die irgendwie schon lieber jetzt ein bisschen früher, weil wir wie gesagt nicht so lange aufs Final eindrehen, aber zu langsam will ich ihn jetzt auch nicht machen. Bleiben jetzt erstmal bei Flaps 10. Ich hätte mir aufgeschrieben, wenn wir 25 Flaps wollen. Also die übernächste Stufe muss das Gear genau mit down, sonst gibt es die Warnmeldung. So, jetzt sind wir aber auch schon unterm Glide, wenn wir jetzt direkt drüber drehen würden. Das passt alles von der Höhe, so wie er will. Speed Restrictions halten wir ein. Ist krass, bei manchen Flughäfen würde man jetzt halt bei der Höhe aufs ILS halt gehen. Wir sinken jetzt einfach erstmal noch weiter im Anflug. Gehen dann in 1200. Aufs ILS. Heute also eher ein kürzerer Part, wo wir von Hand fliegen. So, jetzt beginnt den Right Turn gleich. 1,8 Meilen, das ist echt dann so ganz kurz halt vor der Stadt, wo man hier turnt. Keine Ahnung, ob die halt hier dann auch immer so mehr über das so fest anfliegen oder ob die halt dann über Vectors, also aufs ILS geführt werden. Vielleicht dann, wenn schon mehr Verkehr ist, eher über Vectors, kann ich mir vorstellen, aber ich weiß nicht genau. Vielleicht wird es hier etwas anders gehandhabt. Keine Ahnung. So, Kuhn halt immer noch dasselbe. Speed hat er jetzt erstmal mit den Flaps. So. So, ruhig jetzt mal auf 20.
So, wir haben aber eigentlich noch 12 Miles to go. Ja, also ist noch ein gutes Stück. Naja, dafür sind wir lieber früher und sicher konfiguriert, bevor wir am Ende zu schnell sind und nicht establishen können und dann Go-Round fahren müssen. Das muss ja auch nicht sein. So, jetzt der Final Turn. Dann machen wir mal APP an. So, mal das Heading jetzt hier reingedreht hat und wieso auch immer 180. Das, genau, das war das, was wir da gerade hatten, als wir APP gedrückt haben. So. Nochmal LNF, VNAV, Autopilot, Approach Arm. So. Da sind wir sogar kurz vor VREF. 151, beziehungsweise wir sind schon auf Final Approach Speed. Viel langsamer sollte er gar nicht mehr werden. Wieso macht er denn jetzt Idle Power? Das komisch. Dass er dann den Speed Mode rausnimmt. So, da ist die rechte Bahn, da ist die linke Bahn. Da machen wir jetzt auf jeden Fall aber mal Geared Coming Down. Jetzt eigentlich, sobald wir established sind, direkt schon der Autopilot wieder rausgeht. Ja, jetzt kommt noch die Konfigurwarnung. Warte ich nochmal kurz. Jetzt, und machen wir sie gleich komplett raus, die Flaps. Speed bleibt ja dabei, da tut sich jetzt nichts mehr. Wir sind unterm Gleiten und sollten auch gleich den Localizer kriegen. Sieht doch alles gut aus. So, nehmen wir einen von den Highspeed Exits und dann geht's. Wieder in entgegengesetzte Richtung zurück. So, wir drehen auf den Lock ein. Wunderbar. Und wenn er dann gerade ausgerichtet ist, übernehmen wir dann. Und landen die Maschine. So, Landing Checklist ist damit completed. Flaps sind full. Passt alles. Gear down, Flaps full. Die Speed Brakes sind gearmt. Dann lass uns den Autopilot rausschmeißen. Ich fliege von Hand. Na, jetzt ist er wieder drin. Jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Jetzt hat er raus. So, habe ich einmal zu viel gedrückt. Dann hat er ihn wieder reingemacht, oder wie? So, was ist da jetzt los mit den Texturen? Bitte ladet wieder. Gibt's doch nicht. Eben hat's doch noch alles normal ausgesehen. Oh. Da verläuft so ein FPS wunderbar. Wir haben 30 FPS. Na, ich fliege jetzt mal weiter an. Bisschen schade, wenn es so bleibt jetzt. Speed passt, Höhe passt, alles gut. Das ärgert mich jetzt auch gerade ein bisschen, das ist gerade so. Pause. Ändert sich nichts. Weil läuft so wunderbar mit 30 Bildern pro Sekunde. Das geht's da nicht. Und dann das da. Na gut. So, jetzt ist der FSX minimiert worden. Und ich habe keinen Ton. Jetzt habe ich wieder Ton. Ja, ist anscheinend doch am Arbeitsspeicherlimit. Ich habe keine Meldung bisher bekommen, aber gut, wir werden jetzt trotzdem noch hier landen. Mensch, es muss jetzt auch kurz, so kurz vor Schluss passieren. Ist jetzt irgendwie komisch, so auf eine Bahn anzufliegen, aber wir machen das jetzt trotzdem noch. Irgendwie komisch, ja? Ne? Und Touchdown. So, auf der etwas anders aussehenden Bahn sind wir jetzt hier sicher in Osaka gelandet. Ja, wir können ja trotzdem gleich nochmal ein Taxi machen, auch wenn es jetzt echt alles ein bisschen komisch aussieht. Immerhin läuft der FSX noch weiter. Echt bis kurz so eine Meile vor Touchdown hat es funktioniert. So, Manual Brakes. Reverses back in. Und ja, rollen wir ab. Tut mir leid, dass es jetzt echt gerade so blöd ist hier am Ende noch. Passiert ist.
So. Ja, ist halt auch mal ein bisschen ärgerlich. Nimmt leider den Spaß dann manchmal so ein bisschen weg, ne, wenn es dann nicht mehr so ganz alles hier funktioniert, aber ja, ich habe jetzt noch nicht angeguckt, dass das so eine Meldung gekommen ist. Der FSX hat sich gerade einfach minimiert, beziehungsweise in den Fenstermodus gegangen. Rollen wir ganz nach da hinten. Und, ja. Habt ihr gesehen, läuft eigentlich gut mit den FPS und so. Bin froh, dass es wenigstens jetzt ein bisschen kurz vor dem Touchdown nichts geklappt hat, alles. Ja, also, keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass jetzt mit dem Service Pack 3 hier irgendwie der Arbeitsspeicherverbrauch und so ein bisschen gesunken ist bei der iFly 747. Ja gut, da lädt sich auch gar nichts mehr. Bleiben wir lieber im Cockpit, bevor hier jetzt auch gleich gar nichts mehr von Texturen geladen wird. So, und machen wir die After-Landing-Items. Die Flaps gehen ab. Auto-Brakes, Speed-Brakes sind schon drin. So, die EPU fährt hoch. Wunderbar. So, und rollen jetzt trotzdem noch einen Stand da hinten. Das können wir uns jetzt nicht entgehen lassen. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt gleich nach der Aufnahme im Videoprogramm aussieht mit dem mit dem Video an sich. Gucken wir mal. So. Genau, was ich halt gesehen habe, Flight Radar war es halt so, dass Lufthansa ganz hier am Ende genau geparkt hat, da an der Ecke, da rollen wir auch hin. Deswegen meine ich halt, wenn wir von der anderen Seite angeflogen wären, da wäre halt, dann könnte man schön hier vacaten und dann ganz hinten schön ans Ende rollen. Oh, jetzt wird auch das nicht mehr geladen. Arbeitsspeicher am Limit. Eieiei. Na, halten wir mal an, bevor wir jetzt hier ins Schwarze rollen. Ja, leider kann ich euch also keine Sofortwiederholung heute von außen zeigen. Hätte ich gern gemacht, aber ja, dann hoffentlich beim nächsten 747-Flug läuft es hoffentlich wieder besser. Das war es dann jetzt an der Stelle von unserem Flug hier heute. Mit der 747-8 mit leider einem nicht so schönen Ende. Ich hoffe, der Flug hat euch trotzdem gefallen. Tut mir leid, dass es heute so ausgegangen ist. Ich hoffe, dass es beim nächsten Flug wieder besser sein wird. Vielen Dank euch trotzdem fürs Zuschauen. Wir hören uns beim nächsten Flug wieder. Also bis dahin, macht's gut, haut rein. Euer Line-Gamer 1. Ciao.